Hey, ich habe hier einen Kunden. Eigentlich ist es Nancys Sohn, dem was geklaut wurde und der es wiederhaben will. Ja, die Nancy, die bei Samurai in die Tasten gehauen hat. Eine Sache noch. Wenn du das Auto von dem Trottel mitbringen könntest, wäre das prima. Interessiert? Wenn ja, sind die Details im Anhang. Und damit willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich bin Stufe 29 und inzwischen, ja, wieder in der Stadt unterwegs und mache ein paar kleine Überfälle platt. Und nun gibt's eine neue Mission, nämlich seltene Bootleg-Aufnahme von Samurai beschaffen. Das sollte doch Johnny freuen. Es gibt ein altes Sprichwort, gäbe es keine Narren, so gäbe es auch keine Weisen. Das gleiche trifft auf Fixer zu. Der Narr, der deine Hilfe braucht, ist ein Mann namens Dan. Dan hat ein Glücksspielproblem. Zuletzt hat er sein Auto beim Pokern verspielt. Ehrlich gesagt ist es darum nicht besonders schade und dem Typen mangelt es jetzt auch wirklich nicht an Autos. Allerdings war im Kofferraum eine Bootleg-Aufnahme von Samurai, ein Einzelstück und unbezahlbar. Aber warum hat er die im Kofferraum? Egal. Wie unser Narr überhaupt an so etwas Wertvolles gekommen ist? Nun ja, er ist Nancys Sohn. Genau, die Nancy, die Keyboard in der Band gespielt hat, als dieser rotznäsige Bengel mich noch Tanschen genannt hat. Also unser guter Johnny. Beziehungsweise Keanu. Du wirst mir das Album besorgen. Ich glaube nicht, dass sie das schon verkauft haben. Vermutlich ist es irgendwo bei ihnen verstaut. Und wenn es sich einrichten lässt, dann bring für einen kleinen Bonus auch noch Dans Auto da raus. Das machen wir. Ich schicke dir die Koordinaten von den Typen, der die Sachen hat. Übrigens leckt er leidenschaftlich gern die Stiefel der Sixth Street Gang. Dich erwartet also ein weiterer Narr. Ein äußerst stur. Die Sixth Streets. Okay. Naja. Das Ganze ist hier im Keller, wenn ich das richtig sehe. Mehr draußen irgendwas? Wir schauen mal, wie wir durchkommen. Ich meine, hier ist erstmal alles Parkplatz. Hier darf ich alles normal angehen. Okay, wir breachen erstmal rein, ping, und dann sehen wir ja, wie viele Leute hier so rumstehen, die ein bisschen Strom vertragen könnten. Warum hat das jetzt gerade nicht geklappt? Weil ich doof bin, wie ich gerade merke. Gut, wir brauchen eine 55. ED55 für das Massending. Wir brauchen noch 77. Das kann ich leider nicht mehr machen. Egal. Super hingekriegt. Okay, es geht von Gegnern. Dann... pfeifen. Ich wollte pingen, aber egal. Nehmen wir trotzdem. Das ist Ping, das wollte ich haben. Okay. 1, 2, 3, 4. Das ist eine Kamera, die kann ausgehen. Und das könnte eine Kamera sein, richtig? Machen wir aus. Perfekt. Ja, ich kann neuerdings das Zeug halt alles auch durch die Wand machen, das ist einfach nur herrlich. Hat mich aber auch, dazu braucht man auch legendäre Quick Hacks und das bedeutet natürlich auch, also muss ich über 20 sein. Bis dahin war es natürlich ein bisschen schwieriger als Stealth Operator hier durchzugehen. Komm schon raus! Gut. Dann machen wir hier mal einen Optik-Neustart. Überhitzen die mal ein bisschen. Oh, ist das angenehm. Dann seht ihr auch, wie schnell wieder die Quick Hacks verfügbar sind. Das liegt daran, dass ich es ausgebaut habe, dass wenn eine Person K.O. geht, automatisch Quick Hack wieder bereit ist. Das habe ich davor ignoriert, aber Zusammenarbeit mit den Sachen, die nicht tödlich sind, es ist einfach nur geil. Und die haben ja wirklich das 30-fache Leben von mir. Das sind also... Die sind deutlich besser ausgestattet als ich. Ich bin immer noch mit einem Schuss, beziehungsweise zwei Schuss tot. Das heißt, ich bin eine absolute Glaskanone, weil sie mich mal im Visier haben. Aber bis dahin bin ich jetzt gerade aktuell relativ stark. So, wir haben BD. Jetzt brauche ich den Kamerastilllegung. Ja, das könnte sein, aber wichtig aus Massen. Verfundbarkeit. Ja, brauche ich ein E9 BD1C. Na gut, das kriegt man hin. Dann können wir gleich noch weitermachen mit 1CE9 und dann brauchen wir noch ein BD, das geht leider nicht mehr. Gut. Ich sehe dort ein bisschen was. Da hinten ist einer.
Da hinten, genau. Was? Machst du jetzt auf Guerilla? Da drüben sind noch zwei Herren. Sie waren zumindest gerade. Noch ein Ablenkungsmanöver. Was? Hast du etwa Angst? Da hinten. Gut, der ist weg. Da hinten ist noch eine Überwachungskamera, die können wir auch noch gleich ausschalten. So, und da ist noch einer, der unterwegs ist. Du bist dran, Arschloch! Du bist dran, Arschloch. Hallo? Wie redest du mit mir? Dann würde ich mal sagen, du bekommst auch noch eine kleine Ladung. So ein kleiner unterstützender Stromstoß, weißt du? Fein, das liegst du wieder. Da legst du die nieder, würde ich sagen. Gut. Da hinten ist noch eine Kamera, die machen wir auch mal schnell aus. Dir klebt da was an der Ferse. Die Kamera muss auch noch weg. Und da ist noch ein Typi. Ist nur hinter der Wand gerade. Perfekt. Du warst aus. So, das ist alles hübsch. Haben wir schon ein ganz schön schnelles Auto stehen. Ui. Gehen wir langsam hoch, ob hier noch irgendwie Gegner sind. Ich glaube, wir haben alle. Das geht einfach nur hoch. Okay, ich sammle mal alles ein und melde mich, sobald ich Splitter habe. Bis gleich. So, erster Splitter. Archiviertes Gespräch. Wyatt und Bobby. Jojo, Chooms. Ich habe eine heiße neue Karre, die aufgemotzt und dann in den Mann gebracht werden will. Also klärt schon mal eure Werkzeuge. Müssen wir die Nummer löschen? Nee, alles legal. Hab das Teil beim Pokern gewonnen. Für so einen Idioten. Bin eine Stunde da, dann erzähle ich euch den Rest. Bis dann. Ja, das hat ja super geklappt. So, ich räume noch ein bisschen Müll weg. Dann geht's weiter. So, nächster Splitter. Archivs Gespräch. White Orken und El Capitan. Hey Cap, wie geht's so? Geh ich nichts an, was willst du? Hab ein Auto zu verkaufen. Quattra. Super Zustand. Wenig Kilometer unfallfrei. Kein Interesse. Hey, du weißt doch nicht mal, was ich dafür will. Selbst gratis wäre mir das zu viel. Du bist ein Loser, White. Mit Losern mache ich keine Geschäfte. Hey, Kapitän! Hat dich geplockt. Sehr gut. So, ich habe ein bisschen aufgeräumt und hier ist der Schrank mit. Oh, guck mal, Johnnys Schuhe. Bootleg-Splitter. Geiler Gig. Danach waren meine Stimmbänder so im Arsch, dass ich eine Woche nicht reden konnte. Oh, muss großartig gewesen sein. Was, der Gig? Nein, eine Woche ohne dein Gelaber. Hey, hey, hey. Johnnys Schuhe. Die Frage ist, kann man etwa ein Set zusammenkriegen? Gibt es einen Set-Bonus? Bringt den Fallschaden. Ah, ich habe Angst, die zu verkurven. Wäre schön, wenn wir die irgendwie aufheben könnten. Ja, gut. Okay, das Auto noch beschaffen, krieg mal hin. Wow. 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 Das war haarscharf. Da lässt schon mal gut steuern. Wo ist man denn hin? 700 Meter. Der war schlimm schnell. Ja, ich glaube eher nicht. So, los geht's. Unter 60 war es bisher in der Wüste, glaube ich, das Maximum, was ich rausgeholt habe. Ich sehe schon, wir müssen gleich mal hier abbiegen wahrscheinlich. Wow, ich hätte hier abbiegen sollen. Wow. Ich fahre eine Runde natürlich. Hm.
Ja, wie soll ich das Auto mitbringen? Bring das Auto zu Don. Ja, wie? Okay. Auto ist also irgendwo in der Nähe geparkt. Wie ihr mich kennt. So, Don. Ich hab deine Bootlegs. Hä? Welche Bootlegs? Wovon redest du? Die von den Samurai-Konzerten, die ich besorgen sollte. Oh, okay. Sag das doch gleich. Scheiße, Mann. Hast du auch die Karre? Interessante Farbauswahl. Sag mal, bist du high? Was denn? Problem damit? Du hast echt keine Ahnung, was es heißt, Promi-Kind zu sein. Versteht keiner. Außer vielleicht Yorinobu Arasaka. Hab den Wagen unten geparkt. Der Schlüssel steckt. Was? Dein Ernst? Das ist ja der absolute Amateur! Vielen Dank! Johnny, willst du noch was dazu sagen vielleicht? Beat verlassen. Oh, Panem. Wie, kannst du gerade? Willst du reden? Richtig gute Arbeit, Wie. Persönlich. Unser Kunde ist zum froh, dass er die Aufnahme und auch ein Problem das Auto bekommen hat. Wenn der Kunde schon unterwegs ist, ist der Fixer es. Danke. Da bin ich erleichtert. Und du, bekomme ich etwas mehr Infos? Auftrag erledigt. Worum geht's denn? Also, deine Bezahlung ist das, würde ich dir lieber... Lass mich raten. Saul, oder? Du kennst mich zu gut. Mhm. Bis gleich. Okay, was ist hier noch? Ist dir übergeordnet worden, ein kleiner Bonus auf dich. Wo ist der Bonus? 180 Meter. Das holen wir uns noch schnell. Und dann gehen wir zu Panem. Wir können ja gleich dorthin uns porten. Oh, oh, mit Saul irgendwas. Das machen wir natürlich sofort. Weil die liebe Panem, wir wollen ja ganz lieb sein. Wir wollen ja eventuell irgendwann was haben. Oh, ich habe es wieder geschafft, mal überladen zu sein. Gut, ich melde mich gleich wieder an der Stelle, wo wir Saul helfen. Oder Panem, wahlweise. So, ich bin angekommen. Wir sollen mit Mitch, Panem und Saul reden. Nein, der Rest bleibt hier im Lager. Schon wieder können wir alles looten. Alle halbe Stunde Patrouillen, mit direkter Meldung an mich. Bereiten wir uns auf einen Besuch? Hey, da bist du ja. Freund's. Was macht der denn hier? Ich verbiete dir, diesen Militech-Konvoi auch nur anzugucken, also rufst du deinen Freund her? Das Ganze hinter meinem Rücken zu machen? Genau. Deshalb habe ich Wie gerufen, damit er direkt vor deiner Nase... Denkst du echt, du kannst Panem verbieten, irgendwas zu tun? Glaub mir, bringt nichts. Die macht immer, was sie will. Wird sie nicht, wenn sie in dieser Familie bleiben will. Gottverdammt, Saul! Du willst doch nicht echt, dass wir uns diesen Basilisk durch die Finger gehen lassen? Doch, will ich. Was ist das? So eine Gelegenheit. Was für eine Gelegenheit? Den Job zu... Dieser Streit wird allmählich langweilig. Gebt euch mal ein bisschen Mühe. Nein, diese Diskussion ist schon lange vorbei. Die Biotechniker-Leute sind in einer Stunde hier. Also baut bis dahin nicht irgendwelche Scheiße. Ich fass es nicht. Da geht er hin, um das Gras grün anzumalen. Ich dachte, der Biotechniker-Job wäre ins Wasser gefallen. Saul will, dass wir ihn zu Ende bringen. Um zu beweisen, dass die Aldecaldos zu ihrem Wort stehen. Pflanzenschutz? Wen kümmert denn verfickter Pflanzenschutz? Saul beweist damit nur, dass ein Konzern auf uns rumtrampeln kann und wir uns auch noch bedanken und nach mehr schreien. Was war das vorhin mit dem Basilisk? Das ist ein gepanzerter Militech-Frachtpanzer. Schrott von 2060 oder so. Die wollen ihn an ein Entwicklungsland verschachern, wo er noch als technologisches Wunder bestaunt wird. Der Militech-Konvoi nimmt die 101. Direkt an uns vorbei. Da muss man doch Hallo sagen. Das stimmt. Ist der Basilisk wirklich noch einen Streit mit Saul wert? Ja, so ein Fahrzeug würde uns endlich wieder auf Spur bringen. Die Familie fällt auseinander. Wer diesen Biotechniker misst hängen bleiben, nimmt das nie wieder jemand ernst. Okay, also willst du das doch hinter Sauls Rücken machen. Deshalb hast du mich hergeholt. Genau. Cassidy, Ted, Carol und Bob sind auch dabei. K.
Kannst du dich noch erinnern, wie du mal zu mir meintest, ich soll dir gefälligst einen Arschtritt verpassen, wenn du wieder mal was Dummes machen willst? Ja. Und kurz danach bist du mit mir ins Waffenlager gestürmt. Das muss ich mal testen. Hast deine Chance also da schon verpasst? Nein, das war was anderes. Eine Rettungsmission. Jemand aus der Familie. Doch jetzt willst du Saul in den Rücken fallen. Wird das eine Moralpredigt? Dann kannst du dich nämlich gleich verpissen. Warum macht Saul so einen Aufstand wegen diesem Basilisk? Er hat Angst, dass Militech uns vernichtet, wenn wir Streit mit ihnen anfangen. Meint, dass es sicherer ist, auf der Seite der Konzerne zu bleiben. Die Biotechniker. Lächerlich. Und ihr würdet lieber... Wir würden lieber zu dem zurückkehren, was wir am besten können. Logistik. Also Schmuggeln. Habe ich das nicht gesagt? Ich finde es cool. Guck mal, wie das normal aussieht und hinter dem Vorhang. Der Basilisk. Wie planst du den zu klauen? Danke, W. Noch habe ich nicht zugesagt. Okay, lass uns mit den anderen reden. Das ist with a little help from my friends. So, wer sind denn die anderen? Also, sind nur die vier Veteranen an Bord. Sonst niemand? Wir haben die anderen gar nicht gefragt. Das Risiko, dass einer mit Zoll redet, war viel zu groß. Außerdem verstehen eh nur die Veteranen, was es uns bringt, ein Basilisk zu haben. Das sage ich lieber nicht. Die kleine Gemeinschaft hier. Das ist schon schön gemacht. Wir müssen mal testen, ob in Abhängigkeit der Tageszeit sich da im Verhalten der Leute was ändert. Das würde mich eigentlich mal interessieren, wie weit da die Welt lebendig ist. So, da drüben sind ein paar Grün. Stehen wir das denn meine Freunde gleich? Wolltest du wieder versuchen, Saul zu überreden? Keine Chance, hm? Nein. Okay, alle herhören. Militech wird den Basilisk in Einzelteilen auf 2 Trucks transportieren. Moment mal. Höre ich da Unsicherheit raus? Fick dich. Wir stoppen den Konvoi am Bahnübergang an der 101. Wir greifen von hinten an und verziehen uns so schnell es geht. Noch Fragen oder Wünsche? Gute Arbeit, Schätzchen. Mhm. Schön kurz und bündig, wie ich's mag. Panam hat Stress mit Saul. Das weiß ich. Aber ihr? Vor ein paar Jahren hätte keiner im Traum daran gedacht, für Konzerne zu arbeiten. Wir wollen nur einen guten Namen. Wir brauchen nur gute Ausrüstung und Jobs. Das würde Saul sehen, wenn er hin und wieder den Kopf aus seinem Arsch ziehen würde. Klar sind wir dabei. Okay, bin dabei. Okay, danke. Als erstes fahren wir zum Bahnhof. Da liegt die Lok zum Blockieren der Konvoiroute. Kommst du mit uns mit oder treffen wir uns dort? Natürlich komme ich gleich mit. Sehr gut, los geht's. Immer schön bei Panam bleiben. Nicht, dass irgendwas passiert oder jemand anders glücklicherweise bei ihr landen kann. Entschuldigung. Ich glaube, deine Stimme hat ein bisschen gezittert. Nie im Leben. Ach komm schon, hattest doch bestimmt ein bisschen Pipi in der Hose. Aber steig in Panams Auto. Bist du sicher, dass du keine Spuren hinterlassen hast? Militech wird nichts merken? Willst du mich beleidigen, Bobby? Okay, okay. Hab nichts gesagt. Panam? Okay, mal wieder was groß überfallen. Ihr fahrt schön, aber zusammen. Fahren wir. Okay. Merkt im Lager keiner, dass ihr nicht da seid? Ach, Saul will uns da eh nicht sehen. Du kannst direkt mit mir reden. Einen besseren zweiten Eindruck auf die Biotechniker-Fuzis machen. Eure angefressenen Gesichter würden da nicht helfen. Würden sie in der Tat nicht. Oh, wie viele werden das überleben? Was ist mit den Ruffen? Sind da Probleme zu erwarten? Denkt Saul zumindest. Hat rund ums Lager Wachen aufgestellt. Und was ist daran falsch? Er bekämpft weiterhin die Symptome und nicht die gottverdammte Krankheit. Vermisst du nicht das Leben in Night City? Manchmal vielleicht. Ich vermisse dieses Gefühl von Neuanfang. Freiheit. Aber ich erinnere mich auch noch an die Lehre. Wenn man begreift, dass nichts etwas bedeutet, wenn man alleine ist. Ich fand's auch schwer, meine Familie zu verlassen. Aber ich war auch nie vollkommen alleine. Du hattest jemanden? Einen echten Freund.
Ach, Jackie. Du hättest ihn übrigens gemacht. Jackie, werde ich mir merken.